Willkommen zurück zu Civilization 5. Wir sind immer noch im Krieg gegen Polynesia. Polynesia hatte noch 4 Städte übrig. Und wir müssen uns jetzt wirklich darauf vorbereiten, Tonga anzugreifen. Tonga hat das große Problem, dass es nicht wirklich an Wasser liegt. Es hat zwar hier so eine Wasserstelle, dass es zu einer Coastal City theoretisch macht. Aber es ist bei weitem nicht so leicht angreifbar, denn nur ein Schiff kann auf einmal die Stadt angreifen. Das heißt, wir müssen hingehen, ein paar entfernte Einheiten haben. Das heißt, wir wollen ein paar mehr Battleships haben. Und gleichzeitig wollen wir hingehen und wollen ein paar Truppen von Land aus dahin bringen. Vision is the art of seeing things invisible. Ohoho, wir haben unsere ersten Einheiten in die Nähe der Stadt gebracht. Und wir sehen auch hier gleich, kommen sie ebenfalls mit Kanonen an. Der Witz ist jedoch, wir machen so viel Schaden gegen die. Lass ich mal ganz kurz gucken, kann der hier hinfahren? Ja. Und dann noch angreifen, bitte. Wunderbar, das ist schon wieder weg. Gleichzeitig möchte ich gucken, reicht die Entfernung von hier aus zu schießen? Nope, ein zu wenig. Okay, da sollten wir trotzdem warten, bis die ersten Einheiten kommen zur Unterstützung, denn das ist dann doch etwas zu gefährlich. Wir haben einen Destroyer am Start, der sich bereits hier hinstellen wird. Er wird hier bleiben, während die Destroyer sich langsam auf den Weg machen und sie können auch tatsächlich angreifen. Wunderbar. Die anderen Destroyer werden alle in der Nähe bleiben, damit wir sie wirklich, wenn es hart auf hart kommt, schnell austauschen können. So stellen wir sie hin. Der kann uns zwar von hier nicht angreifen, aber er könnte, wenn er näher rangeht. Und unsere Einheiten bereiten sich darauf vor, näher ranzugehen. Gleichzeitig werden unsere Kampfschiffe hingehen und von der Entfernung das Ganze bombardieren. Mal gucken, ob der das von hier kann. Ja, kann er tatsächlich. Das Battleship Nummer 3 wird sich hinbegeben und ebenfalls angreifen. Wie man sieht, das funktioniert sehr, sehr gut. Überraschend gut sogar. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein letzter Angriff. Leider kann sich das Schiff... Oh, das Schiff kann sich auch noch wegbewegen. Never mind. Wir machen das jetzt hier in der ersten Runde gleich. Damit gehört die Stadt uns. Das war ein bisschen beängstigend schnell. Und auch hier gehen wir hin und erzeugen eine Puppe. Wir könnten hingehen und das Ganze theoretisch übernehmen. Damit hätten wir zumindest eine Basis in der Nähe, wo wir ohne Probleme auch neue Einheiten bauen könnten. Was gar nicht mal so falsch wäre. Wir sind nämlich eigentlich soweit fertig mit allem. Und hätten hier eine Stadt, die schon relativ hoch dabei ist. Ich würde sagen, für die Stadt machen wir sogar. Dass wir eine Stadt haben, die wirklich notfallshalber, falls hier irgendwas schief geht bei den letzten 3 Versuchen, dass wir sofort hingehen können und neue Einheiten bauen. Die Stadt ist jetzt logischerweise immer noch ein Problem, aber wir können jetzt hingehen, nachdem wir hier gesagt haben, wir sollen den Airport bauen. Oh, wir haben hier 4 Kohle dazu bekommen. Ich werde jetzt logischerweise nicht auf Kohle baut gehen, sonst passiert das, was wir beim letzten Mal hatten. Wir sagen erstmal Airport. Und, ach, Dings ist fertig, ihr macht den Zoo. Und hier ist es der Fall, man sieht, die sind aktuell noch für 12 Runden, weigern die sich was zu machen. Wir gehen hin und sagen, das Courthouse soll angefangen werden. Wir wissen zwar nicht, wie lange es dauert, aber das zerstört die extra Unhappiness. Und das ist definitiv, was wir brauchen am Anfang. Ihr wartet alle erstmal. Wir wollen nämlich in erster Linie... Oder schaffen wir das vielleicht? Wir könnten das theoretisch sogar schaffen, wenn wir jetzt hingehen und volle Möhre draufprügeln. Möglich wär's. Nummer 1. Ein Battleship greift mir bitte aus der Entfernung nochmal an. Ein weiteres Battleship greift aus der Entfernung an. Und ihr geht... Jo, wo kann ich den hinstellen? Ich muss den irgendwo hinstellen. Hier hin. Er geht hier hin, um nochmal einen extra Bonus zu geben. 15% nochmal oben drauf. Und jetzt habe ich noch 2 weitere Angriffe von jeweils... Oh, die brauchen gar nicht so viele. Und damit haben wir schon wieder eine eingenommen. Das läuft richtig, richtig. Und wir sagen diesmal aber Create a Puppet. Oh Mann, Samoa habe ich einfach mal lustig mit meinen 4 Battleships angegriffen. Und das hat denen so überhaupt nicht gefallen. Autsch. Autsch, autsch, autsch. Und schon ist auch die Sache weg.
the people with the most pointiest sticks und wir haben einfach mal 44.000, wohingegen Babylon, der ebenfalls auf unserer Seite ist, mit 21.000 und Harold Bluetooth, der auch mit uns befreundet ist, ist gerade bei 5.000. Kam immer mit den niedlichen 400. Das liegt natürlich auch daran, dass sie halt extremst platt gemacht worden sind. Die ersten Angriffe kommen von Honolulu, aber das ist uns eigentlich... Oh, Honolulu war sogar so clever. Und no. Na, viel Schaden machen die tatsächlich nicht. Das ist problematisch. Also deren große Stadt hier dürfte uns auf Probleme stoßen lassen. Das ist unfein. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier weiter zu rücken. Wir werden die ganzen Einheiten weitergehen lassen, damit die anderen hier aufrücken können und weiter angreifen. Ihr werdet weiterhin nicht angreifen, denn das Ganze ist zu kostspielig. Ihr werdet euch komplett heilen und werdet dann ruhig angreifen. Und ihr könnt auf die Fregatte gehen, aber es ist frei, wir wollen die Stadt zerstören. So, wir greifen weiter an. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt wirklich alle vier Artilleries am Start haben, können wir auch wirklich einiges an Schaden austeilen und müssen jetzt sogar vielleicht überlegen, ob wir den nicht so nach und nach einfach nur noch angreifen. Und damit ist Präsident Kamehameha von Polynesia besiegt. Er hat seine Hauptstadt verloren, er hat keine Alternative mehr, er ist weg vom Fenster. Und so, der Krieg ist eigentlich noch nicht vorbei. Denn das große Problem ist, die Stadtstaaten sind weiterhin im Krieg und wir können denen tatsächlich einfach den Frieden anbieten. Und das Lustige ist, wenn wir in den Frieden gehen, sind die alle wirklich auf diesen 20 Resting Points. Das ist echt nicht schlecht. So, ich habe eine weitere Offensive geplant, und zwar, wir wissen ja, wir sind kurz davor, Songhai zu übernehmen, aber bei den Ottomans dauert noch so ein kleines bisschen. Deswegen werden wir hingehen und werden so viele Cargo-Ships zu den Ottomans schicken, wie wir auch nur können. Nummer 1, ich gucke gar nicht auf die Benefits. Ich gehe einfach hin und sage, fahrt dorthin, denn das gibt nochmal extra Tourism. Wir haben wieder eine Social Policy und unser Golden Age ist auch wieder vorbei. Bisschen schade, aber wir sehen, wir sind schon wieder relativ gut dabei, wenn es um Geld geht. Das liegt an den City Connections, die wir haben. Wir haben wirklich sehr, sehr viele. Das gibt extra Geld. Ansonsten noch 2 Runden, bis das Courthouse fertig ist und dann können wir auch bei Tonka Sachen bauen. Policy, da haben wir wie gesagt nicht mehr allzu viel. Wir könnten hingehen und machen einfach das hier noch. Da gibt es ein bisschen mehr Happiness und reduziert Unhappiness. Und wir kriegen damit Liberty voll. Wir haben auch gleichzeitig ein Achievement freigeschaltet. Wunderbar. Und würden dabei gleichzeitig eine Great Person kostenlos bekommen. Deswegen machen wir das. Wir können einfach hingehen und frei auswählen. Und ich würde sagen, wir gehen hin und nehmen... Eigentlich sollten wir... Was nehmen wir am besten? Ein Musician. Wir sollten einen Musician nehmen und damit dann nach Ottomanland fahren, um da eine Tournee zu machen. Definitiv. Mir ist überraschend, dass wir noch gar keine Embassy haben. Embassy hilft ebenfalls nochmal Tourism besser auszubreiten bei denen. Çok iyi. Gelin pazarlığa tutuşalım. Hoşunuza gider mi? Wunderbar. Das ist genau das, was wir wollen. Çok iyi. Our people are now buying your blue jeans and listening to your pop music. Wie gesagt, nur noch einer. So, unsere Kollegen sind angekommen und werden gleich mal los. Wir haben hier John Cage, der uns wieder etwas aushelfen wird. Our people are now buying your blue jeans and listening to your pop music. You have achieved victory through the awesome power of your culture. Your civilization's greatness
magnificence of its monuments and the power of its artists has astounded the world. Poets will honor you for as long as beauty brings gladness to a weary heart. Das war's von Civilization 5. Ich finde dieses Spiel richtig klasse. Ich hatte wirklich unendlich viel Spaß. Musste sogar hingehen und zum Teil nebenbei weitere Spiele starten, einfach weil ich weiter Civilization spielen wollte. Und ich könnte tatsächlich hingehen und gleich eine nächste Runde weiter starten. Aber ich denke, das war tatsächlich genug. Es war wirklich ein sehr umfangreiches Let's Play. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Und die Credits laufen noch bis zum Ende. Ich verabschiede mich und bis dann. Terra novum.
share.